Weltweit sind zurzeit 100 Millionen Christen Opfer von Gewalt oder Verfolgung. Das belegen die neuesten Zahlen des christlichen Hilfswerks Open Doors. Am schlimmsten ist die Lage für Christen im kommunistischen Nordkorea. Dort wird schon der Besitz einer Bibel mit der Todesstrafe oder mit Arbeitslager für die gesamte Familie geahndet. Auch in vielen Ländern der arabischen Welt werden Christen bedroht und unterdrückt. Häufig von radikalen Islamisten. Über die Lage in Ägypten berichtet unser Korrespondent Roland Strumpf. Es ist schwer, ein Christ in Ägypten zu sein. Ausgrenzung, Verfolgung, oft sogar auch Gewalt haben diese Gläubigen in den vergangenen Jahren erlebt, nur weil sie Christen sind. Für die meisten war es ein Albtraum. Es gab Zeiten, da habe ich mich kaum mehr auf die Straße getraut. Überall wurden wir Christen angefeindet, schikaniert. Es gab Muslime, die schrien, nieder mit den Christenhunden. Noch gar nicht lang ist es her, dass in Ägypten christliche Kirchen brannten, in der Nachbarschaft Häuser in Flammen aufgingen. Ein aufgebrachter Mob stürmte Wohnungen und Häuser, in denen sich angeblich Christen aufhalten sollten, bewaffnet mit Messern und Knüppeln. Kein Einzelfall während des Regimes der Muslimbruderschaft wurde in ganz Ägypten Hatz auf Andersgläubige gemacht. Viele waren aufgestachelt von muslimischen Fundamentalisten. Imed wollte fliehen, so wie viele andere. Über 100.000 Christen haben Ägypten in den vergangenen Jahren den Rücken gekehrt, aus Angst vor Übergriffen und Gewalt. Viele hoffen jetzt auf die neue Verfassung des Landes, in der die Rechte der Christen garantiert werden. Und natürlich auf eine Regierung, in der nicht islamische Fundamentalisten das Sagen haben. Wir leben auf einer christlichen Insel, mitten in einem muslimischen Meer, zitiert Imed einen bekannten Satz. Auch er betet und hofft, dass es in Ägypten wieder so wird wie einst, als es keine Feindschaft zwischen Christen und Moslems gab.